Guten Morgen, na? Wie geht's euch? Ach, ich bleibe da sitzen. Rebi hat gestern schon einen kleinen Tipp bekommen, was es heute geht, aber Red Bull hat was Dickes geplant. Wir gehen gleich rüber zu Rebi. Wir werden ihm den Zettel überreichen. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, noch gar nicht wach. Müssen wir mal gucken. 7.15 Uhr ist eine frühe Zeit. Wir sind schon seit einer halben Stunde wach. Ich würde sagen, wir gehen rüber und geben dem was. Ne? Danke, Rebi. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? 5 Stunden. Das waren 5 Stunden. Ich habe was für dich. Ist da Geld drin? Nee, da ist kein Geld drin. Sowas. Nee, also ist ein Zettel von Red Bull. Ich tue so, als würde ich wissen, was drin steht, aber ich weiß es auch nicht. Lest gerne laut vor. Das ist ein Witz, oder? Das können wir. Der erste Satz schon. Hey Revi, wir hoffen, du bist fit. Du wirst auf jeden Fall einiges an Energie und Konzentration brauchen. Wir sehen uns gleich am Red Bull Ring. Evi und Joe freuen sich herauszufinden, was du kannst. Hast du feuerfeste Unterwäsche? Hast du ja an, oder? Ich habe gerade gar keine Unterwäsche an. Steht ja keine Uhrzeit drauf. Nee, aber wir fahren am Ring. Wir gehen jetzt gleich frühstücken und um 8 Uhr ist Abfahrt. Weißt du was? Oh, Baby. Das mit dem Red Bull Ring, das hätte ich mir denken können, weil wir direkt neben dem Red Bull Ring wohnen mit dem Hotel. Wir brauchen eigentlich keine Jacke. Also du vielleicht schon. Oh, es wird nämlich sehr feuerfest. Check, auf die gute Zeit heute. Ich bin so müde. Sebastian, das ist unser Auto. Wenn du drückst, man sieht, dass der hier blinkt. Das ist unser Auto. Der wird nicht aufgehen. Das ist unser Auto. Ich kann euch nichts erklären. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, warum ich mitten jetzt in den Alpen bin. Es ist 8 Uhr morgens. Ich weiß es nicht. Mir hat niemand was gesagt. Mir hat niemand irgendetwas gesagt. Da vorne ist ein richtig schöner Spa-Bereich. Da hinten stehen 4 Leute von Red Bull, die sich gerade beratschlagen. Mir wurde eben gesagt, dass das Todesrisiko nicht allzu groß ist. Das ist auch eine super Aussage. Aber es ist da. Also immer. Es gibt überall. Ich kann auch hier jetzt sterben, weißt du? Wir fahren jetzt halt irgendwo hin und ich guck mal, wo wir dann hinfahren. Ja, Fahrerlager hier, okay. Kriege ich jetzt mein Rennteam? Bin ich Dena? Okay, hier fahren richtig schnell Autos. Sind das Motorräder? Hä? Du kannst dein Dings da zeigen, dann. Morgen! Ja, ich hab schon herausgefunden. Du hast noch nicht herausgefunden, was du machen willst. Ich hab gerade jemanden von den Drift Brothers schon gesehen. Ja, aber vielleicht fährst du auf LKW, den LKW von den Drift Brothers eintragen. Die LKW, was? Was denkst du, was du machst? Ja, wahrscheinlich werde ich driften, oder? Weil wenn ihr die Drift Brothers hier sind, dann werde ich ja wahrscheinlich driften. Ja, hier sind auch Rennfahrer von Formel 3. Also ich sag mal so, es hat was mit Autos zu tun. Das stimmt. Das so, da sind wir schon mal, ne? Ja, das stimmt. Wir sind mit dem Passat gestern ja auch gedriftet im Kreisverkehr. Das sollten wir nicht sagen. Das haben wir nicht auf einem abgesperrten Kreisverkehr, ja, wir haben am Hotel privat gelernt. Ja, ich denke mal, wir werden das im Bereich Drifting machen. Wenn du meinst, wenn du das denkst. Ja, ich denke das. Okay. Ja gut, dann lass uns das doch machen. Dann sag mir doch einfach. Wir warten einfach ab. Dann sag mir doch jetzt endlich bitte, was wir machen. Nee, das geht jetzt seit einem Monat so. Ja. Dass du die ganze Zeit im Büro sitzt, so alle so hi. Du kannst ja weiter spekulieren. Also man kann es auch ein bisschen rumgucken. Ja, ich habe mir schon die Felgen angeguckt. Die sind schön, ne? Nee, dann kann vielleicht ich kriegst du im Laufe des Tages noch ein paar Tipps, genau. Da steht ein BMW M4. Ja. Der ist für den Drift Brothers. Ja, also ich werde wohl womöglich was mit den Drift Brothers heute machen. Du kannst ja auch mit dem Streckenposten was machen und da stehen Autos reinlassen. Ich bin ja der dritte Drift Brother. Stimmt nicht. Du bist weder verwandt mit dem doch ganz driften noch ganz rüber. Ich stell mich gern so vor. Mir sagt keiner was. Du weißt von mir natürlich. Ich soll nur Lenkrad werden. Wer kann ihn? Lenkrad. Welcher von den beiden ist für mich? Komm, sag's mir. Welcher ist meiner? Dritter Drift Brother. Wo ist der mein VW Beach Bus. Ich soll dir einfach immer wieder so ein bisschen die Richtung leiten, weißt du? Tobi, ja. Es ist offensichtlich... Was denkst du, in welche Richtung es heute geht? Dass ich gleich hier Donuts ziehen werde. Ja, ich denke ziemlich stark, dass es darum gehen wird. Alrighty. Ich werde entführt. Oh oh. Ich werde entführt. Keiner weiß, wo ich hin... Nein, Digga. Okay. Was ist das denn? Ich bin leicht baff, muss ich sagen. Von was denn? Von dem. Ach so. Schönes Auto, oder? Ich hab schon Bock, ja. Also ich hab schon Bock, auf jeden Fall. Okay.
Also Challenge kennst du schon so ein bisschen? Nein, noch gar nicht. Wir noch, guck mal, das Ding ist, ich bin hier hingekommen, hier hat keiner was gesagt. Niemand. Perfekt. Ja. Das ist perfekt. Sehr gut. Erzähl's mir, was geht ab? Ich erzähl dir gar nichts, ihr gesagt, wir drehen eine Runde. Okay, let's go. Auf geht's. Ich soll mich jetzt einfach selber filmen, sagst du. Digga, wie soll ich das denn schaffen? Wir sollen... Viel Glück dabei. Das werden auf jeden Fall safe, stabile Aufnahmen, oder? Die werden nicht verwackelt werden, auf jeden Fall. Aber ansonsten mach so wie ich einfach Augen zu. Was? Ich bin gestern natürlich auf dem Privatgelände mit dem Mietwagen gedriftet, mit dem VW Passat. Diesel. Nee, einfach. Einfach nur so? Einfach getreten. Aber das ist aber nicht so geil zum Driften, ne? Ja. Man kann das schon auch querfahren, aber nicht so wie das. Mhm. Und wie man das hier querfahren kann, schauen wir uns jetzt mal an. Alles klar. Und dann schauen wir mal, wie du so talentiert bist. Ob also ich das hinbekomme? Bist du noch nicht gefahren? Nee, noch gar nicht. Okay, dann schauen wir erstmal, wie deine Kommentare sind. Aha. Und dann entscheide ich, ob du mal selber probiert hast. Safe. Und ich würde ihn jetzt auch versuchen, nicht kaputt zu machen, inklusive dir. Das ist lieb, dankeschön. Da kannst du viel kontrollieren. Ja. Du kannst den Drift einleiten, du kannst aber auch sehr viel Kontrolle während dem Drift haben. Mhm. Du kannst dich platzieren, du kannst... Das ist ein geiles Tool, das ich sehr ungern nicht habe. Mhm, verstehe ich. Der liegt sehr krass auf der Straße. Schon nicht so schlecht, ne? Mit einer Automatik-Serie. Ja! Oh mein Gott, was? Geht, oder? Absolut krass. Crazy. Dann kann man noch ganz gemütlich im dritten hochschalten. Macht das Ding halt richtig Smoke, ne? Also das ist auch vom Reifen, vom Rauch. Ich sehe es gerade. Tachomäßig auch entspannt, wir sind hier gerade auf 80. Ja, das ist ein bisschen schneller. 100. Es riecht nach Gummi, nach verbrannt. Ja, wie warm ist der Reifen? Wir haben eine Anzeige drin. Oh, der ist schon nicht mehr so gut. Heiß ist er. Boah, der Sound von dem Wagen. Bin ich jetzt im Sport oder was muss ich rein? In D? So. Haltet der Automatik gerade oder wie ist das? Nein. Halt. Doch, wir bleiben hier in dem. Mhm. Wir bleiben hier in dem. Jetzt fahr einfach mal, schau mal einen zweiten Gang. Was du wissen musst, ist, wenn er ausbricht, dann musst du das Lenkrad so ein bisschen rutschen lassen. Ja, spielen lassen, genau. Mhm. Und nicht direkt gegenlenken, weil sonst, ja. Das war quer. Drehung. Es war ein Dreher. So, und du setzt an, wenn wir da hinten an dem Ball vorbei sind. Ja. An dem Bösen. Auf und einlenken, Gas. Und Bremse. Das war gut. Kautke, das war gut. Das war gut. Ja, Mann. Schnell. Ja, aber die richtigen Reflexe sind da. Es kommt rein. Du hast das Einlenken nicht beherzt genug gemacht und hast es dann versucht, über die Gasstellung zu fixen. Richtig. Ey, Wahnsinn. Welcome to Drift Live, Ravi. Junge, nice. Wirklich krass. Ich komm mal kurz mit raus. Ey, oh, riecht das hier. Geil, schau mal, wir haben den Tankdeckel aufgedriftet. Stark. Ey, guck mal hier, da ist nicht mehr viel übrig vom Profil. Also bist du in einem Twin Battle fahren kannst, das kann man nicht. Das kann man nicht mal so schnell über Nacht lernen. Ja. Da brauchst du echt viel Erfahrung dafür. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du dich da reinfuchst, wer weiß. Also es macht auf jeden Fall krank Spaß, wirklich. Easy, dann sehen wir uns morgen zur großen weiteren Challenge. Ja, auf jeden Fall, werde ich machen. Ja, Digga. DK, nenn mich Drift King. Wir sind ja hier im Ring, ne? Na klar. Ja. Also das Ding ist, es gibt ein paar schöne Autos hier, ne? So. Ziemlich. Gerade was wir das hier kennen. Ja, hier ist ja der Truck von dem Driftschalter. Genau, richtig, den kennen wir ja. Den haben wir ja schon. Den haben wir noch von innen noch gar nicht angeschaut. Was ist hier alles drin, Mann? Was ist das denn? Hier die Nummerauswertung, oder? Das will ich nicht angucken, aber was ist das hier? Oder was, beziehungsweise was denkst du, was es ist? Der neue Balenciaga Drop? Fast. Hätte sein können. Also wahrscheinlich ist das irgendwas, was ich mir anziehen muss. Wahrscheinlich ist es ein feuerfester Anzug, oder? Kannst du ja auspacken mal oder einfach mal reingucken. Ich schau einfach mal rein, okay? Ja. Aha. Ja, das ist ein feuerfester Anzug tatsächlich. Meinst du, der passt dir? Willst du ihn mal anprobieren?
Dicker, es ist draußen 40 Grad warm. Ja, tut mir leid, aber dann, also, du kannst ja auch zur Hälfte anziehen. Das ist so cool wie die Rennfahrer, weißt du? Hier ja. So runterhängen lassen. Ja. Da rennt er gleich auf die Fahrerseite. Läuft, ne? Ja, das ist richtig, oder? Hast du gut verdaut gestern? Ja, ich hab Bock. Ich hab absolut Bock. Rennstrecke. Erste Mal Rennstrecke und dann gleich quer. Meine MM3. Wir sind alleine, oder? Auf der Rennstrecke. Ja, okay, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ja, komm, wir kriegen das hin. Doch, wir machen das. Let's go. Viel 1 drin. Drift Analyzer läuft. Let's go. Jetzt. Erstmal ein bisschen Auto, bitte. Ja, genau. Die ein bisschen mit dem Auto wieder vertraut machen. Dann schauen wir uns mal an, welche Kurve wir nehmen. Also die hier ist natürlich ikonisch, da haben wir auch ein bisschen Platz. Ja. Das kannst du theoretisch. Ich hätte fast gesagt, wir probieren die da unten mal. Ne, die nächste dann nach links. Ja. Und dann wieder das gleiche Ding. Machst dann ein bisschen nach rechts auf, lenkst ja. Nach links schnell ein und gibst ihm einen Gasstoß. Und also schaust mal, ob du ihn halten kannst. So rein wieder, ne? Genau. Ich helfe dir mal beim ersten Mal mit. Ja, ich muss noch mal. Lässt die Hand dran und ich lenke mit dir gemeinsam. Ja. Und jetzt Gas. Genau, da müssen wir nämlich aufpassen, weil, aber da war sie, da war er, aber das ist schon legit, Digga, das war, geil, nice, das war richtig gut, Mann, Dankeschön. Ich hab's dir gesagt, danke. Wenn du eine Nacht drüber schläfst, das kommt an, ne? Ne? Ja. Zweiter Gang wieder, ja, passt, und dann gleiches Spiel wie gerade, nur andersrum. Runter meinst du, ist zu schwer? Runter ist anders, ist halt tricky, da musst du aufpassen, dass du nicht überdrehst, aber du kannst es probieren, musst nur aufpassen, dass du nicht hier die Wand berührst. Oh yeah! Bam! Jetzt bist du. Dreh es gleich nochmal um. Ich sag dir, was du falsch gemacht hast. Untersteuert. Jetzt hat nur das Gas gefehlt. Ja. Aber das ist aber schwer runter. Das ist schwierig, ja. Das ist sehr schwer. Das ist echt schwer. Ja. Oh yeah! 360. Aber auch doof. Komm, einen allerletzten probieren wir mal. Ja. Einmal auf. Und jetzt rein und Gas. Oh yeah! Oh yeah! Hey, let's go! Gib mal! Wow! Hui! Bewertung hier bekommen. Aha. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, für mich. Es macht so Laune. Eingeladen, kommst du mal bei uns ins Lobby vorbei? Ja, safe, gerne. Da kann man sicherlich mal das eine oder andere geile Video aufdrehen. Ich würde mal sagen, Drift Challenge schon mal bestanden. Also wirklich, wirklich gestern richtig nice. Sehr schön. Und heute auf der Rennstrecke. Ja. Zweiter Tag ever Drifting auf der Rennstrecke. Das ist Dankeschön, vielen Dank. Ey, geil. Aber ich hatte auch einen sehr, sehr guten Lehrer. Ne? Also das wäre sonst nicht möglich gewesen. In dem Sinne.